Wer eine Wohnung sucht, der kennt das ganze Drama. Für Familie Karpstein ist es aktuell noch schlimmer. Braucht man ganz dringend eine größere Wohnung, weil Drillinge dazu gekommen sind, dann wird es echt schwierig. Vor 8 Monaten ist die Familie doppelt so groß geworden und jetzt ist einfach zu wenig Platz da. Problem, die Familie findet einfach keine geeignete Wohnung, die auch noch bezahlbar ist. Mieten für viele Familien in Deutschland, gerade in den Großstädten, immer genau das Schwierigste. Und plötzlich waren sie doppelt so viele. Aus 3 mach 6. Seit ihre Drillinge vor 8 Monaten geboren wurden, sind Angelina und Danny Karpstein auf Wohnungssuche. Denn das eine Kinderzimmer wird bald nicht mehr reichen. Das Problem, ihr neues Zuhause soll nicht noch weiter von Dannys Arbeitsstätte entfernt sein. Zurzeit sind es schon 20 Kilometer. Aber mit 4 Kleinkindern ist es in Berlin mehr als schwierig. Also was ich auch noch kennengelernt habe, ist, dass man schon vorher im Gespräch eigentlich schon sagen muss, Entschuldigung, wir haben aber 4 Kinder, weil manche mögen es ja nicht, wenn so 4 Kinder mitkommen. In unserem Fall ist es halt so, wir haben Drillinge bekommen. Wir wollten eigentlich nur ein zweites noch dazu und dann kam die Überraschung mit den Drillingen. Und da ist halt, finde ich halt schon ein bisschen blöd, dass man sich schon fast entschuldigen muss. Ja, wir kommen aber mit 4 Kindern und dann denken die schon, oh nee, das wird uns zu laut, das passt nicht in unsere Umgebung und so. Und das ist halt schon ein bisschen belastend dann. Noch ist Danny in Elternzeit und kann zu Hause mit anpacken. Jedoch ist auch mit seiner Hilfe die Belastung nicht gerade klein, im 3. Stock ohne Aufzug. Also es ist total anstrengend, hier die Treppen hochzulaufen. Und gerade wenn ich dann weiß, ich bin bald alleine, wenn mein Mann wieder arbeiten geht, dann muss ich ja alles mit 4 Kindern alleine machen und alle alleine hochschleppen. Auf jeden Fall wird es nicht leicht. Die 3-Zimmer-Wohnung im Gewerbegebiet für 700 Euro warm, sie ist gut bezahlbar mit Dannys Einzelkaufmannsjob im Supermarkt. Mit Kindergeld kommen die Karpsteins auf 3000 Euro netto. Jetzt aber müssen sie zwangsläufig umziehen. Platzprobleme. Dazu kommt, der nächste Spielplatz ist 5 Kilometer entfernt. Auch soziale Kontakte, Mangelware hier. Seit einem Jahr suchen sie eine größere Wohnung mit 4 oder 5 Zimmern. Ohne Erfolg. Wenn die Kinder größer werden, wenn sich alle ein Zimmer teilen müssen, dann haben die nicht ihre Privatsphäre, weil wir wollen auch nicht ständig umziehen. Wir wollen endlich mal einen Ort finden, wo wir bleiben können, wo die Kinder ihre Freunde finden können, treffen können, wo sie zur Schule gehen können. Und dann ist es einfach für uns ein sehr schlechtes Gefühl, wenn wir wissen, wir können unseren Kindern halt nichts bieten in dem Sinne. Also kein Zimmer, keine Privatsphäre, keine Spielmöglichkeiten. Und das belastet uns schon sehr. Deswegen gucken wir ja auch täglich, ob wir was finden. Aber das ist halt sehr, 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 sehr belastend für uns. 1.200 Euro Miete kann die Familie maximal aufbringen. Aber das reicht in den Metropolen heutzutage einfach nicht mehr aus für eine 4- bis 5-Zimmer-Wohnung. Die Gründe dafür? Familien mit nicht so hohem Einkommen haben es zunehmend schwieriger auf dem Wohnungsmarkt. In Berlin, Hamburg, München, in den Gebieten, wo gerade eine große Nachfrage ist nach Wohnraum, weil Leute in die Stadt ziehen und das bestehende Wohnungsangebot einfach nicht ausreicht, um diese Nachfrage zu bedienen. Da wird es halt eng auf dem Wohnungsmarkt. Und ja, dann sind natürlich Gutverdiener als erstes an der Wohnung dran. Und Familien mit Kindern oder auch Menschen mit kleineren Einkommen, die haben zunehmend schwerer. Und so ähneln sich die Bilder in den Großstädten. Schlangen bei jeder Wohnungsbesichtigung. Die Vermieter freut es. Die Mieten explodieren. In den vergangenen 5 Jahren waren das in Stuttgart 18% Steigerung. In München 21% und in Berlin sage und schreibe 28%. So werden Normalverdiener mit Kindern immer mehr an den Stadtrand und darüber hinaus verdrängt. So wie die Karpsteins aus Berlin, deren 100 Quadratmeter Wohnung seit Geburt der Drillinge fast nur noch aus Gitterbetten, Laufställchen und Kindersitzen besteht. Angelina und Danny haben knallhart gerechnet. 1.200 Euro, das ist ihre absolute Schmerzgrenze für die monatliche Miete. Ja, wir müssten natürlich ganz, ganz wenig Geld nur noch ausgeben. Wir müssten an Aktivitäten sparen. Wir müssten gucken, dass man, also ich versuche auch in meiner Arbeit mich weiterzuentwickeln, dass ich vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen mehr verdiene. Aber wir müssten natürlich uns schon enorm einschränken, um die 1.200 zu bezahlen. Weil 1.200 wäre wirklich schon so, dass wir nur noch Essen und Trinken holen könnten. Und dann wäre schon das vorbei, das Geld. Ne? Also. Eine herbe Durststrecke liegt vor den Karpsteins, bis die Drillinge in die Kita gehen können und Angelina wieder in ihrem Beruf als Altenpflegerin Geld dazu verdienen kann. Aber für die Zukunft ihrer 4 Kinder sind sie bereit, auch schwerste Entbehrungen auf sich zu nehmen.